Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Infinity Factory. Wie ihr seht, hinten ist schon die Produktion ein wenig angelaufen in diesem Teil. Wir müssen dieses dreiteilige Konstrukt herstellen. Ich zeige es euch nochmal hier mit diesem Sockel unten. Die Sockel, die produzieren wir schon. Das ist einmal diese linke Seite und einmal die rechte Seite. Und jetzt muss ich das Ganze noch irgendwie so verbinden, dass ich oben noch entsprechend das Kopfstück produziere. Dazu werden wir hier unten mal eine Schweißstation aufbauen. So, tack, tack. Ich zeige euch gleich noch, wie die Fußkontakte gebaut, Fußsockel da gebracht werden. Da ist nämlich jetzt eine neue Maschine mit reingekommen oder eine Station mit reingekommen. So, das ist das. Das war falsch. Denn die laufen hier, wie man das sieht, in diese Fräse rein. Und dann werden die seitlich abgefräst. Wenn die da rausgekommen sind, lasse ich immer jeden einen zur Seite wegfahren und einen nach hier wegfahren. Die werden zweimal gedreht, damit die andersrum stehen. Und jetzt müssten wir eigentlich die passenden Stücke zusammen haben. Ich stelle mir die erstmal hier oben hin, dann sehe ich das besser. So, da haben wir jetzt einen Fuß. Den wir noch drehen müssen. Das wird ja spannend. Das wird ja spannend. Ich mache hier mal einen Dreher hin. Nicht da unten, hier hin. So. Ja, der kann jetzt nicht drehen, weil er blockiert wird, ist klar. Machen wir das so. Wenn er angestoßen wird, müsste der bis hinten laufen. Tut er nicht. Dann läuft er halt so nach hinten. So, damit ist der eigentlich schon richtig. Wir müssten den jetzt nur noch rüber transportieren, die anderen darunter transportieren und dann haben wir es fertig. Ha, ha, ha. So, das heißt, wir nehmen den weg. Die beiden weg. So, damit müsste ja der ganze Scheiß hier hinfallen, ne? Von dort runter, zack, na da. So, der fällt von hier runter. Ein bisschen ungünstig, denn den muss ich einmal versetzen. Kann ich auch anders machen. Nein. Einmal da, dann kommt hier ein Band dran. Thank you.
Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das Problem, was ich noch sehe, ist, dass ich zu viele von den Oberteilen produziere. Da habe ich schon drei, ich habe noch nicht mal einen Sockel komplett zusammen. Ach, der wird hier komplett geschweißt, das ist doof. Zu 1. Also ich muss 6 Stück ausschleusen und 4 Stück gerade ausschicken. Ach du Scheiße, ich sehe gerade was. Ich muss nicht 3, ich muss 4 haben. Okay. Aber es ist nicht so schlimm. Jetzt wurde der nicht gedreht, weil der andere im Weg war. Okay. Dann machen wir das Ganze mal anders. Das kommt weg. Wir drehen in die andere Richtung. Hiermit. Nee, das war jetzt der gleiche. Den muss ich haben. 7. Zack. So, der dreht jetzt andersrum. Und wir müssen das wegmachen, den dahin und noch einen Schweißer daneben. So, damit wir einen Viererblock haben. Denn das sind, wenn man sich hier oben das anguckt, 1, 2, 3, 4 und 3 lang, dann sieht das Verhältnis auch schon wieder anders aus. So, jetzt muss er die nur noch richtig umdrehen. Das passt. Jetzt kommt hier ein das nicht. Der kommt dahin, der kommt dahin. Damit die auch weiter transportiert werden. So, jetzt habe ich ein Oberteil. Da kommt schon das zweite. Können wir einfach eine Staustrecke aufbauen. Dann habe ich hier die Einzelteile zusammen, kann die hier zusammenlöten und noch dort fahren. Baue ich mir erstmal hin, vielleicht brauche ich es ja nicht. Aber vielleicht ist es ja die einfachste Lösung. So, da werden die jetzt aufgestaut. Und dann kann ich hier die da so magazintechnisch rausschieben. Ja, so. Den muss ich auch noch weiter woanders hin transportieren. Gucken wir uns das Ganze mal eben an. So, da kommt der erste Block. Das heißt, ich habe jetzt hier unten gerade mal 2 von den Seitenteilen und schon 3 von den Dingern. Gut, wollen wir jetzt effektiv bauen, optimal bauen oder einfach nur die Lösung oder eine Lösung? Ich denke mal, eine Lösung ist auch schon ausreichend. Das heißt, wir werden jetzt hier in der Luft noch ein bisschen rumkonstruieren. Als erstes mal mache ich das Band hier länger, damit die gleich fallen. So. Das hier unten kommt weg. Und
dann werde ich meine Staustrecke nach oben legen. Nicht wundern. Werde ich gleich unten anknipsen. Ich will jetzt hier einfach nur eine Transportstrecke erstmal aufbauen. Das war falsch. Nehmen wir da unten mal einfach alles weg. So. Und setzen hier einfach die Staustrecke dran. Die soll einfach nur so als Art Magazin dienen. Ich ja nicht, kann ich einfach so machen. Sprich, damit ich hier quasi dann die Teile zur Verfügung habe. So. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob ich es komplett umschmeißen muss. Denn ich habe vor... Ja, ich müsste die einmal fallen lassen. Die einfach dann rüber zu schieben, sodass sie auf die drauf fallen oder drauf geschoben werden. Um dann die zu verschweißen. Weil ich müsste jetzt quasi nur da einen drauf haben. Den kann ich hier nicht wegdrücken, weil das alles zu hoch ist. Das heißt, wir gehen etwas tiefer. Das war falsch. So, der kommt weg. Ich denke, ihr wisst, was ich vorhab. So, dann kommen die von hier, fallen hier drauf, werden nach hier geschoben. Dann muss ich hier irgendwo noch einen Sensor hinbauen. So in der Art. 1, 2, 3, 4. Das könnte sogar schon passen. Und wenn das Magazin dann hier hinten voll ist. Das war falsch. Da kommt er hin. Da kommt der Schiebedingsbums hin. So. Wenn das Magazin voll ist, dann könnte man halt entsprechend, nein, ich will da nicht raus, die rüberschieben. Um dann da unten mit den anderen zusammengeführt zu werden. Ja. Das hat ja ganz toll geklappt. Da muss ich den Füll nehmen. Oh, leck mich. Ich nehme immer die rechte Maustaste. Ich weiß nicht warum. Das geht nicht. Kann ich den dafür nehmen? Ich will den einfach von unten gucken lassen. Nee, geht nicht. Keine Ahnung warum. Ist jetzt doof. Habe ich da an der linken Seite, rechten Seite Platz? Einfach drei raussetzen jetzt auch. So, da kommt der Dings hin, der Drückemann. Nee, der Sensor. Moment. So. Dann kommt die Leitung dazwischen. Reichen. So. Ihr seht schon das Problem, die bleiben natürlich vorne liegen. Ich muss wieder Sensor und Dings tauschen. Der kommt dann weg. 5. Der kommt dahin.
Ach, das wird nix. Die sind zu früh fertig. Ich muss anscheinend mehr ausschleusen. 3, 6, 4, 4 zu 8. 4 zu 8, das heißt, jeden zweiten, 2 von 3 muss ich rausdrücken. 2 von 3 muss ich rausdrücken. Ich werde das ganze Konstrukt abreißen. Denn, wie man sieht, funktioniert das nicht. Ich habe, ich kann dann nochmal neu starten. So, jetzt habe ich den ersten, das erste Oberteil fertig. Und ich habe gerade mal noch nicht mal den linken. Links habe ich fertig, rechts fehlt noch einer. Ich könnte ihn natürlich statt einzeln zu drehen und zu separieren, die einfach komplett schweißen lassen. Und dann die Einzelteile drehen. Das ist mal eine Maßnahme. So, dann nehmen wir erstmal dieses hier weg. So. Dann fliegt das hier raus. Damit können wir die ganze Strecke kürzer machen. Das fällt alles raus. Und ich kann direkt hier vorne eine Schweißstation bauen. So, ne? So, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Dreierteil. Ich überlege. Ich muss hinten mehr ausschleusen. Das heißt jeden zweiten. So, das heißt, wir bauen hier diese Umschleusung. Ich lasse immer einen durch. Und zwei dann raus. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Ne, das machen wir anders. Den setzen wir direkt hier hin. Der bleibt. So, das kann weg. So, dann kommt der dahin. Und hier hinten der Sensor. Müsste ja passen, ne? 7 war falsch, 4. So, dann kommt hier ein Band hin. Und dann schauen wir mal, ob der jetzt 2 von 3 rausdrückt. Ja. Das so, ne? Gut, das optimieren wir noch. So, und damit müsste ich doch die passende Anzahl an Teilen produzieren. 2 Seitenteile und ein Oberteil. Wie ihr seht, es kann sich doch ein wenig verzögern. Das war auch falsch. 2, 4, 6 und da ist fertig. Das passt. 3, 6. Gut, dann werden wir mal schauen, dass wir das in der nächsten Folge
ans Laufen kriegen. Hier ist auf jeden Fall das Separieren schon mal jetzt genau richtig. Das heißt, zwei Drittel gehen nach hier, ein Drittel geht nach da. Das heißt, die Anzahl ist schon mal richtig. Und jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier die Dreierteile geschweißt kriegen. Das baue ich dann um. Und dann müssen wir die Teile noch irgendwie zusammenfügen. Das heißt, der ganze Scheiß fliegt hier raus. Und dann schauen wir mal weiter. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Infinifactory. Bis dann. Ciao.